Unklar ist nämlich, ob Erdogan auf seinem Konfrontationskurs mit dem Westen seinen Worten auch Taten folgen lässt und wirklich jene 10 Botschafter ausweist, die er am Wochenende als unerwünschte Personen erklärt hat. Betroffen sind unter anderem Deutschland und Frankreich. Entzündet hat sich der Konflikt am Fall des inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala. Die Botschafter der USA, Deutschlands, Frankreichs und 7 weiterer westlicher Länder fordern in einer Erklärung die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala, der seit 4 Jahren ohne Urteil in Haft ist. Die türkische Führung wirft dem Verleger und Kulturförderer unter anderem Umsturzversuch im Zusammenhang mit regierungskritischen Protesten und Spionage vor. Auch der Europarat, dessen Mitglied die Türkei ist, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangen die Freilassung von Kavala. Präsident Erdogan bezeichnet die Forderung der Botschafter vor jubelnden Anhängern als Frechheit. Sie seien unerwünschte Personen. Für die türkische Opposition ist die Eskalation ein Ablenkungsmanöver des Präsidenten, der unter anderem wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise in der Türkei stark unter Druck steht.